dat is aan de Dutch Friends. Ik heet ze met zien met grote rechtzijdige mijn collega over verkeersmiddelen. Es gibt zwar viele Fahrzeuge von Pferden bis Flugzeuge, aber wir werden eben über den Transport, den wir heute benutzen. Unsere Frage gleich, meine Kommilitonen, mit welchen Verkehrsmitteln Sie im Alltag unterwegs sind? Wir sind am liebsten heute. In Deutschland ist das Transportsystem sehr gut ausgebaut und fahrgastfrei. Man weiß immer genau, um wie viel Uhr man zum Treffen kommt. Die Busse und die S-Bahn sind immer an speziellen Schildern kann man sehen, wann der nächste Bus kommt. Man kann auch die Deutsche Bahn App umsetzen herunterladen und sich dann über die Dauer der Reise und die Reise und die Zeit der Reise schreiben. Die Fahrkarten kosten in Deutschland 5 Euro als hier. Die Fahrpreise werden oft mit einer Firma, der sogenannten Tarifzone, berechnet. Oft sind die Ticketautomaten etwas kompliziert und so weiß man nicht mehr weiter, kann man am besten andere Kunden sie ein Ticket kaufen, weil der Schwarzfahrer, also das Fahren ohne Ticket, mindestens 60 Euro kostet. Ich habe nicht besonders gefallen, deshalb der Bus aufstehen. Erst und das die gute Effektzeit sicher. Ich fahre mit dem Wagen bis zur Strandkante, dann steige ich um und fahre mit dem Bus zu. Das gefällt mir gar nicht, weil ich jeden Tag 6 Uhr aufstehen muss. Dafür kann ich Städte mit ihren Staus und starken Verkehr. Als ich in Kontakt war, habe ich bemerkt, dass in dieser Stadt der Wassertransport besonders beliebt ist. Zwischen den Inseln fahren zum Beispiel die Fähren. Sie werden quasi als Wasserstraßenbahnen benutzt und sind auch sehr beliebt. Ich nehme oft ein Taxi. Ich bin immer zu spät dran und muss schnell an die Bestimmung zurückkommen. Und auf der Reise mag ich Taxis, weil es bequem ist, um eine Stadt anzusehen. Eigentlich mag ich Autos, besonders die Deutschen. Künftig plane ich mir ein eigenes Auto zu kaufen. Ich bevorzuge die öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist umweltschonender und günstiger als ein eigenes Auto. Es wäre besser, wenn wir alle die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen würden. Das würde uns helfen, Staus zu vermeiden und die Abgase zu minimieren. Man kann da auswählen, was ihm besser gefällt. Zug oder Bus, S-Bahn, U-Bahn. Außerdem gibt es ein preisgünstiges Tarifsystem. Zum Beispiel habe ich als Studentin gearbeitet. Für Pendler und Fahrer gibt es auch Monatskarten. Klar, aber die öffentlichen Verkehrsmittel sind vorgeschrieben. Besonders im Großverkehr, also das Reifen zu verschlafen. Zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, wenn das Wetter gut ist. Denn der Verkehr belastet die Umwelt durch Kohlenmonoxid in Abgasen und will dabei nicht mitmachen. Natürlich ist es nicht immer möglich, zu Fuß zu laufen. Dann bevorzuge ich öffentliche Verkehrsmittel, Bus oder Straßenbahn. Und im Sommer mag ich reiten. Schade, dass wir nicht im